Eigentlich verlief diese Börsenwoche relativ ruhig und abgeklärt, zumindest unter dem Strich. Und der deutsche Aktienindex scheint dabei nach dem Motto zu handeln, in der Ruhe liegt die Kraft. Denn er strotzte nur so vor Energie und stellte sogar mehrmals einen neuen Jahreshöchststand auf, der ihn dann am Ende sogar bis an die Marke von 6.700 Punkten heranführte. Treibende Faktoren waren gute Konjunkturdaten aus den USA, so zum Beispiel aus der US-amerikanischen Industrie. Dort ist der Einkaufsmanager-Index auf den höchsten Stand seit Juni des vergangenen Jahres gestiegen und zeigt damit auch Wachstum in der größten Volkswirtschaft der Welt an. Die Bauausgaben in den Vereinigten Staaten, die kletterten und stiegen so hoch wie seit anderthalb Jahren nicht mehr. Und zu alledem hat sich auch noch der Chef der US-Notenbank Fed, Ben Bernanke, geäußert und gesagt, dass der Inflationsdruck in den USA nachlasse. Das alles waren treibende Faktoren und auch aus Deutschland haben wir gute Nachrichten bekommen. Auch hier war der Einkaufsmanager-Index für die Industrie überraschend stark gestiegen. Von Einzelwerten haben wir auch Nachrichten und Zahlen bekommen, so zum Beispiel von der Deutschen Bank. Die musste für das vierte Quartal einen Verlust ausweisen. Aufgrund von Sonderbelastungen, Abschreibungen auf griechische Staatsanleihen waren daran schuld und auch Gerichtskosten für die Klagen wegen der umstrittenen Immobiliengeschäfte im Zuge der Finanzkrise. Und so wussten die Anleger auch nicht so richtig, was sie mit dem Zahlenwerk der Deutschen Bank anfangen sollten, zeigten sich zunächst verunsichert, waren dann aber zum Ende der Woche wieder optimistisch und setzten auf steigende Kurse der Aktie des größten deutschen Kreditinstitutes. Zu den Favoriten der Anleger gehörten in dieser Woche die K+S-Aktie, die Singulus-Aktie und auch Infineon. Der Euro, der notiert bei 1,3170, Gold bei 1.758 Dollar.